Größtes. Angst, Einsamkeit. Wer kennt nicht diese Gefühle? Und ich glaube, diese Gefühle haben wir oft, wenn wir vor einer wichtigen Entscheidung in unserem Leben stehen. Unsere Entscheidung, die wird uns sehr viel kosten. Und an diesem Moment sind wir dann in der Situation, in der Jesus ist. In einer gleichen Situation. Er steht vor der Entscheidung, die ist getroffen. Er wird sterben. Weil nur so kann er diese Frucht eigentlich bringen, die er bringen möchte. Und das sagt er auch zu uns. Und er fühlt die Einsamkeit, die Angst, alle diese Gefühle, die uns begleiten bei schwierigen Entscheidungen. Und wir oft fühlen, das ist der einzige Weg, den ich gehen soll. Als ich diesen Text gelesen habe, habe ich sofort an Dietrich Bonhoeffer gedacht, einen deutschen Pastor, der eine Gruppe Gründer der Bekennenden Kirche, die eine Resistenz an Naziregime geliefert hatte. Auch er hatte gedacht, vielleicht soll ich weggehen, vielleicht soll ich in den Vereinigten Staaten sein und dann erst die neue Kirche gründen, wenn es alles vorbei wird. Aber doch ist er geblieben. Doch wollte er eigentlich, war das eine Akzeptanz dessen, dass er sterben kann. Das war eine schwierige Entscheidung. Und es ist nicht so, dass wir sofort fühlen, es wird alles gut, ich habe die richtige Entscheidung getroffen und alles, einen Trost. Und trotzdem, Bonhoeffer ist Autor von diesem Lied, den ich hier beifüge, weil die sehr lange Zeit und auch in diesem Moment, als ich über den Text reflektiert habe, mir in den Kopf gekommen ist, von guten Mächten träumen und still umgeben. Und ich glaube, dass dieses Lied drückt es aus, was dieses Evangelium uns mitkündet, dass auch wenn wir in dieser dunklen Nacht gehen sollen, in eine schwierige Entscheidung, werden wir irgendwie getröstet, auch durch unseren Glauben. So denke ich und du teile mit mir.